Hi Lesefreaks, herzlich willkommen bei Schwarz auf Weiß und einer neuen Folge von In 90 Sekunden. Inspiriert von Frankfurt liest ein Buch, habe ich Anna Segers Das siebte Kreuz gelesen. Ist ein Klassiker der antifaschistischen Literatur, geschrieben und veröffentlicht während des Zweiten Weltkriegs von der Autorin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht war. Und das Buch ist zuerst in den USA erschienen. Was den Inhalt angeht, es gibt einen ganz fiesen Spoiler auf der Rückseite, nämlich das Fliehen sieben Gefangene aus dem KZ Westhofen. Das ist ein fiktives Konzentrationslager. Der Roman spielt 1935 und schildert die Flucht von Georg Heißler. Seine Flucht führt ihn durch Frankfurt Höchst und durch das rheinhessische Gebiet. So haben wir eine sehr packende Fluchtgeschichte, bei der man über 440 Seiten mitfiebert. Sehr, sehr beklemmend und anschaulich macht die Autorin hier klar, wie sich das anfühlt, in einer Diktatur, in einer totalitären Diktatur zu leben. Ein hochpackendes Buch über diese Zeit des Nationalsozialismus, auch mit viel Lokalkolorit. Es gibt ein sehr schönes Nachwort mit der Editionsgeschichte des Buchs im Anhang. Sehr lesenswert. Ich habe es mit der Befürchtung gelesen, dass es so ein bisschen kommunistisches Pamphlet ist. Das hat sich aber so nicht herausgestellt. Sehr spannend. Anna Segers, Das siebte Kreuz. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Lust gemacht auf den Roman. Lasst einen Kommentar da. Und noch ein Hinweis auf die Klassikerwoche, die aktuell läuft. Sophie von Fersthand jetzt zum dritten Mal, glaube ich, mit anderen Booktuberinnen in diesem Jahr zelebriert. Da sind ganz bestimmt einige spannende Videos dabei.